Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung und ich freue mich, hier zu sein. Wir sprechen ja über die Transformation und diese bietet für Deutschland große Gelegenheiten und große Wachstumsmöglichkeiten. Einer der großen Treiber für Beschäftigung und Wachstum wird die Transformation der deutschen Wirtschaft sein. Die Unternehmen sehen das im Großen und Ganzen auch so, brauchen aber natürlich von der Politik konkrete Ziele, Klarheit, Verlässlichkeit für die Investitionsplanung. Auf der anderen Seite, natürlich muss es schnell gehen. Der Bundeskanzler hat ja von der Deutschlandgeschwindigkeit geredet, auf die ich gleich auch noch mal zu sprechen komme. Was die Demografie angeht, ist natürlich klar, dass in allen Umfragen, die wir sehen, der Fachkräftemangel eines der Hauptthemen ist, die unsere Wachstumspotenziale zurückhalten und für die es Lösungen bedarf. Als Transformationsziel ist natürlich das vom Bundesverfassungsgericht aufgegebene Ziel der Klimaneutralität bis 2045 ganz weit oben. Als Zwischenziel haben wir uns gegeben, bis 2030 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, bis 2035 100%, um nach und nach für dieses Ziel 2045 Klimaneutralität zu erreichen, hinzuarbeiten. Es gibt einige der Umsetzungsschritte, die erfolgt sind. Es ist klar, es muss schnell gehen. Bei dem Thema Tempo haben wir es ja geschafft. Als ich letztes Jahr zu Ihnen gesprochen habe, war ja große Besorgnis über den Winter 2022-2023. Damals gab es die große Frage, was passiert, wenn Putin den Gashahn abdreht, wird die Wirtschaftsrezession dann 5%, 10% oder sogar noch mehr sein. Ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, über die schnelle Geschwindigkeit, die Planungsbeschleunigung, die wir erreicht haben, die Produktion von auf der einen Seite den Bau und die Errichtung von LNG-Terminals, es immerhin geschafft haben, immer in weniger als 200 Tagen von Investitionsentscheidung bis zur Ankunft des ersten LNG-Tankers auch wirklich Maßstäbe für Beschleunigung zu schaffen. Diese gleiche Maßnahmenbeschleunigung haben wir umgesetzt über das Wind auf See, das Wind-an-Land-Gesetz, auch bei Onshore- und Offshore-Wind. Das Ziel ist, Planungs- und Genehmigungszeiten zu halbieren. Viele Fachleute sagen uns, das ist uns ganz gut gelungen. Einige rechnen damit, dass eine Offshore-Windanlage in 2 Jahren zu errichten ist. Wir werden es bald sehen, weil die ersten großen Ausschreibungen mit vielen Gigawatt an Offshore-Windkapazität werden in den nächsten Wochen zugeteilt und dann geht es tatsächlich ans Bauen. Wir wollen aber, und das hat der letzte Koalitionsausschuss ja auch gezeigt, die Deutschlandgeschwindigkeit verallgemeinern, auch auf andere Bereiche ausdehnen. Stichwort Schiene, Stichwort Straße, Stichwort Brücken. Deutschland braucht einfach wahnsinnig viel Infrastruktur. Wir müssen diese Beschleunigung auch in anderen Bereichen einlegen. Bei den Fachkräften ist es natürlich ein Thema, das auf der einen Seite ein Thema ist, bei dem wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten wollen, das inländische Potenzial voll auszuschöpfen, Stichwort Bildungsoffensive, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu qualifizieren, Kinderbetreuung zu verbessern, die Jugendliche ohne Berufsausbildung zu qualifizieren. Diese Punkte werden angegangen. Die zweite Säule, die wir im Moment beraten und in die Umsetzung bringen, ist natürlich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es geht um Fachkräfte aus aller Welt. Wir haben das bei Reisen nach Indonesien gesehen, wir haben es bei Reisen nach Indien gesehen. Es gibt eine große Bereitschaft der dortigen Regierungen, mit uns zusammenzuarbeiten und die Voraussetzungen werden im Inland jetzt geschaffen, dass jeder, der oder die eine Ausbildung hat, der einen Arbeitsvertrag hat, der eine Qualifikation hat oder das Potenzial mitbringt, Stichwort Punktesystem, dieser Volkswirtschaft produktiv zu dienen, hier ihr Glück zu finden, zum Bruttosozialprodukt beizutragen, auch diese Chance bekommt, hier erfolgreich zu sein. Wir haben eine interessante Erfahrung gemacht, als wir in Kenia waren, hat der dortige Präsident Ruto bei der Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler gesagt, alle Kenianerinnen und Kenianer mit Berufsausbildung, die was können, haben die Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen. Der deutsche Botschafter hat am Tag danach gesagt, dass die Inbox der Botschaft übergequollen ist vor Anfragen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier großes, großes Interesse zu wecken. Und durch die Verschlankung des Prozesses der Einwanderung, durch kürzere
Bearbeitungszeiten für Arbeitsvisa, durch die Erleichterung der qualifikationsbezogenen Einwanderung haben wir diese Beschleunigung jetzt hinbekommen. Wir wollen im Konkurrenzkampf mit IT-Spezialisten, mit Installateuren, mit Ärztinnen und Ärzten, mit Krankenschwestern, die haben alle Möglichkeiten, in ganz vielen Metropolen, in ganz vielen Ländern der Welt zu arbeiten. Wir sind da in einem globalen Konkurrenzkampf und wir wollen mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch ganz bewusst ein Zeichen setzen, dass wir diese Zielrichtung des Fachkräftedefizits, das ein großes Wachstumshindernis in unserer Volkswirtschaft ist, zu beheben und anzugehen. Ein weiteres großes Wachstumshindernis, das haben wir gesehen in der Störung der Lieferketten während der Corona-Krise, aber auch jetzt, ist die Frage der Verfügbarkeit von Halbleitern. Halbleiter sind das Rohöl des 21. Jahrhunderts, unverzichtbar für fast alle Industriesektoren, alle Zukunftstechnologien. Wir brauchen Kompetenzen. Wir wollen eine große Ansiedlungspolitik machen, dass wir ganz viel beitragen zu dem europäischen Ziel, 20% der globalen Chipproduktion in der Europäischen Union zu haben. Unser Ziel als Bundesregierung ist es eindeutig, dass Deutschland da vorangehen kann, dass Deutschland da vorangehen muss. Wir haben schon einige Ankündigungen von großen Ansiedlungen in Deutschland, Wolfspeed und ZF Friedrichshafen in Ensdorf im Saarland. Wir haben gerade den Grundstein gelegt in Dresden für eine 5-Milliarden-Investition von Infineon. Intel hat in Magdeburg eine Investitionssumme im zweistelligen Milliardenbetrag angekündigt. Das sind alles Projekte, die unsere Zukunftsfähigkeit darstellen werden und die für uns enorm wichtig sind. Und in diesem Bereich Halbleiter sehen wir auch eine riesengroße Chance für das, was man in der Volkswirtschaft Netzwerkexternalitäten nennt. Egal, wo Sie hinschauen auf der Welt, dort, wo Halbleiterhersteller Milliardensummen investieren, siedeln sich Softwarefirmen an, siedeln sich Chip-Designer an, siedeln sich weitere hochqualifizierte Arbeitsplätze an. Das heißt, das ist ein sehr, sehr zukunftsorientierter Bereich, der aber auch Zweit- und Drittrundeneffekte in erheblichem Ausmaß auslöst. Und dieses Potenzial wollen wir in großem Stil nutzen und haben da sehr, sehr hohe Ambitionen, auch über die Ansiedlungen, die ich genannt habe, hinaus. Ein weiterer Zukunftsbereich, der uns natürlich entscheidend nach vorne bringen kann, ist die Frage, die ja auch vorher diskutiert wurde. Wenn wir es geschafft haben, genug Strom zu produzieren, wie kriegen wir es dann hin, Speicherung zu machen? Batterien sind dafür absolut essentiell, auf der einen Seite als Speichermedium, aber auf der anderen Seite natürlich als der Kernbestandteil in der E-Mobilität. Das heißt, Batterien werden ähnlich wie Halbleiter zum absolut zentralen Punkt sein, bei dem wir es uns nicht erlauben können, in Abhängigkeiten zu geraten. Gleichzeitig wollen wir die Nachhaltigkeit in diesem Bereich sicherstellen. Das heißt, die Batteriefertigung soll verantwortungsvoll mit den Rohstoffen umgehen, mit den Förderungen der internationalen Projekte gemeinsamen europäischen Interesses haben wir schon erste Leuchttürme aufgestellt von Batterieansiedlungen. Und ich bin mir sicher, Robert Habeck, auch wenn ich seine Rede nicht hören konnte, hat darüber gesprochen, auch mit der geplanten Ansiedlung, mit der wir große Fortschritte machen von Northvolt in Heide, haben wir natürlich ein großes Leuchtturmprojekt. Das zeigt, auch angesichts der großen Anziehungskraft des Inflation Reduction Act, auch und gerade im Batteriebereich hat die deutsche Volkswirtschaft eine Chance, solche großen Ansiedlungen zu machen. Und da liegt natürlich ganz großes Interesse der Bundesregierung, in diesem Bereich weitere Ansiedlungen zu machen. Dann nehmen wir diese gesunde Konkurrenz, sage ich mal, gerne auf und sorgen dafür, dass nicht nur alle von Abwanderung reden, sondern dass wir diese großen Ansiedlungsprojekte in Deutschland auch erfolgreich hinbekommen. Dafür ist natürlich immer eine der ersten Fragen der Chiphersteller, aber in allen energieintensiven Industriebereichen, die Frage nach dem Industriestrompreis. Herr Habeck hat ja einen Vorschlag gemacht, auch da bin ich mir sicher, hat er Ihnen berichtet über den Stand. Das ist eindeutig eine Position, dass wir ein wettbewerbsfähiges
Strompreisniveau in Deutschland für die internationale Konkurrenzfähigkeit brauchen, ohne dauerhafte Strompreissubventionen zu erzeugen. Das ist eine klare Position der Bundesregierung im Koalitionsvertrag. Und um die genaue Ausgestaltung wird es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gehen. Wir haben schon in vielen Bereichen die Energiekostenreduktion in den verschiedenen Maßnahmen im Jahre 2022 gemacht. Das heißt, wir arbeiten kontinuierlich an diesem Ziel weiter. Es ist völlig klar, dass die günstigste Methode, weitgehend subventionsfrei zu sein, ist natürlich der Ausbau der Erneuerbaren, ist der Ausbau und die Investition in Stromleitungen. Auch diese Bereiche werden unheimliche Zweit- und Drittrundeneffekte erzeugen. Wenn ich sehe, welche Investitionsvolumen pro Gigawatt Offshore und Onshore ausgelöst werden, wenn ich sehe, dass die Auftragsbücher der entsprechenden Unternehmen in Deutschland sich füllen, die letzte Quartalsberichterstattungssaison hat ja einige sehr positive Beispiele gezeigt, dass diese Klarheit über die Investitionsrahmen, die wir bis 2035 bieten, jetzt schon für Investitionssicherheit sorgt, die auch Investitionen auslösen. Das muss vorangetrieben werden. Wir brauchen da noch mehr Tempo, aber da können Sie uns glauben, das ist ein Ziel, das wir alle gemeinsam verfolgen und mit dem wir gesetzlich alle Voraussetzungen geschaffen haben. Die Zeitenwende bedeutet natürlich auch, dass wir im Bereich der Bundeswehr investieren werden. Und auch das hat eine hohe industriepolitische Signifikanz. Auf Initiative des Bundeskanzlers wurde ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro eingerichtet. Auch wenn die Bundeswehr zur Deckung ihres Bedarfs natürlich auch gelegentlich im Ausland kauft, das ist aus unserer Sicht völlig normal, wird natürlich das Sondervermögen einen sehr bedeutsamen, großen Impuls für die deutsche Verteidigungsindustrie in Deutschland und in Europa setzen. Das wollen wir unterstützen. Wir wollen europäisch denken. Der Bundeskanzler hat gemeinsam mit dem französischen Präsidenten das Projekt EFCAS nach vorne gebracht. Das heißt, auch das wird Investitionen auslösen, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Bei der Innovationspolitik sind uns weitere Bereiche enorm wichtig. Der Erfolg der mRNA-Technologie bei BioNTech hat gezeigt, dass Deutschland zu Innovationen in der Lage ist, wenn Universitäten, Spitzenforschung, Unternehmen zusammenarbeiten. Bei den Medikamenten, die entwickelt wurden, glaube ich, ist es, wenn man die jetzige Situation anschaut, auf der einen Seite wichtig, Produktionskapazitäten hier zu haben, das heißt, unabhängig zu werden, keine Abhängigkeiten entstehen zu lassen. Und was könnte besser sein als eine positive Politik in dem Bereich Pharmazeutika? Wir wollen den Pharma- und Biotechnologiestandort Deutschland stärken. Die mRNA-Technologie hat über die Möglichkeiten, die wir bei der Bekämpfung des Coronavirus gesehen haben, hinaus enorme Potenziale. Egal, ob das die Bekämpfung von Krebs, von Herzkrankheiten, von Gefäßkrankheiten angeht. Die ganze Frage der Altersforschung kann mit der mRNA-Technologie Made in Germany angegangen werden. Und deshalb ist es für uns ein ganz großes Ziel, uns eben nicht auf dem Erfolg auszuruhen und zu sagen, toll gemacht, sondern ganz offensiv die Biotechnologie in diesem Sektor zu fördern, Helmholtz-Institute zu gründen, Ansiedlungen zu machen. Wir haben da einige sehr vielversprechende Gespräche, die laufen. Das heißt, auch da besteht die Möglichkeit, dass wir auch ein paar schöne, große Leuchtturmprojekte bringen können. Da ist zu sagen, und das ist ein Punkt, da gebe ich Herrn Spohr auch in diesem Bereich recht, die Europäische Union muss sich da Gedanken machen. Wir müssen, wenn ich einige der Projekte sehe, bei der chemischen Industrie, in der pharmazeutischen Industrie, die Stärken, die Industrien, die wir haben, stärken und bekräftigen. Wir dürfen keine Erosion des Patentschutzes im Pharmaziebereich erlauben. Wir müssen abwägen bei den Fragen der Chemikalien, welche wirklich entscheidend sind. Wir müssen die industriepolitischen Voraussetzungen in Europa schaffen, dass diese Grundindustrien, die so essentiell für uns sind, ihre Wettbewerbsfähigkeit auch und gerade in Europa und Deutschland behalten. Ein letzter Punkt, auf den ich eingehen will, auch aus aktuellem Anlass, weil da wirklich Handlungsbedarf ist, ist der ganze Bereich Raumfahrt. Wir haben ja
einige weniger erfolgreiche Entwicklungen in Deutschland und in Europa gesehen. Die Abhängigkeit Europas droht sehr, sehr konkret zu werden, wenn wir den Zugang zum Weltraum bald verlieren. Wir brauchen dringend eine Stärkung und eine Unterstützung des enormen Innovationspotenzials, das in Deutschland besteht. Wenn wir die Startups im Bereich Raumfahrt sehen, die sich hier entwickelt haben, die inzwischen keine Startups mehr sind, sondern deutlich gewachsen sind, enorme Finanzierungsrunden einwerfen, enormes Potenzial haben, dann zeigt sich, dass die Vision und die Möglichkeit einer wettbewerbsfähigen Trägerindustrie in Europa tatsächlich real werden kann. Dafür brauchen wir aber auch Voraussetzungen. Dafür müssen wir das Potenzial im Bereich New Space bei den neuen kleineren Trägersystemen weiterentwickeln. Wir müssen die Potenziale in diesem Bereich nutzen. Wir wollen dieses junge Segment weiter ausbauen. Wir wollen die öffentliche Beschaffung mit hochinnovativen Wettbewerbsausschreibungen nach Vorbild von DARPA und der intensiven Nutzung von Ankerkundenverträgen ausbauen und weiterentwickeln. Mit diesen wettbewerblichen Ansätzen hoffen wir, dass wir die Voraussetzungen schaffen, irgendwann auch in Europa ein SpaceX zu bekommen. Vielen Dank.